Gott, ich will ein aufgebrachtes Video von August abdrehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das letzte Video in der alten Wohnung sein wird. Sehr ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie das ablaufen wird. Ich bin ja ein bisschen so zwiegespalten. Ich habe vorher gerade das Video komplett abdrehen und kann es jetzt irgendwie noch einmal machen, weil die Kamera die ganze Zeit rumgesponnen und hat in der Aufnahme dauernd aufgehört zu filmen. Und ja, ich weiß nicht, was heute los ist für ein Tag. Heute ist ein richtiger Popo-Tag. Aber fangen wir mal an mit den leeren Sachen. Mein Haarspray ist leer geworden. Ich verwende ja immer das von L'Oreal, das Elnett mit dieser schwarzen Schrift und mit extra starker Halt. Beim Müller gibt es ja eher so kleine Flaschen. Und ich glaube, beim DM gibt es größere. Das heißt, die nächsten, ich meine, ich habe noch ganz viele Backups von dem, aber die nächsten werde ich mir dann auf jeden Fall beim DM kaufen. Ich glaube, die sind auch günstiger und größer. Die werdet ihr noch sehr oft sehen. Eine von vielen Ampullen habe ich leer gemacht von Cadea Vera. Dann habe ich leer gemacht das Rasiergel von Balea. Das fand ich auch gut, aber wie ihr wisst, wechseln die ja jedes Jahr das Sortiment. Also Sommer gibt es immer was anderes und Winter gibt es immer was anderes. Und das war irgendwann mal ein Sommerüberbleibsel, was ich mir mal gekauft habe. Oder war das das Aktuelle? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber das war gut. Das fand ich nicht schlecht. Eine Reinigungsmilch habe ich aufgebraucht und ich habe da eigentlich irgendwo noch eine. Das war jetzt die Reinigungsmilch von Yves Rocher. Ich habe die ja früher so, so gerne benutzt und auch immer wieder nachgekauft. Ja, jetzt ist so, ich komme halt nicht mehr zum Yves Rocher und ich will einfach keine Gesichtspflege mehr von Yves Rocher verwenden. Nicht, weil ich jetzt bessere Sachen oder so gewöhnt bin, sondern einfach, ich mag die Gesichtspflegeartikel nicht mehr. Ich kaufe auch die Reinigungstücher nicht mehr, aber ich habe ja auch damals dort gearbeitet. Da war es ja klar, dass ich die Sachen geliebt habe, sage ich jetzt einmal so. Ich meine, es war nicht schlecht als Reinigungsmilch, aber ich will mir ehrlich gesagt was anderes suchen. Ich habe das schon so lange in Verwendung gehabt. Ich habe mir die ja immer wieder nachgekauft und dann habe ich mir ein paar Mal welche gebunkert. Und das war jetzt mein letztes Backup und jetzt habe ich nichts mehr. Mundspülung habe ich wieder die von Colgate aufgebraucht. Die Tea and Lemon, ich liebe die. Die ist so gut, ich werde mir nur noch die kaufen. Ich hoffe, dass die nicht aus dem Sortiment geht. Es gibt jetzt leider eine Aktion 1+1 gratis und ich komme zu keinem Pieper mehr, glaube ich, heute. Doof. Aber die finde ich wirklich gut. Und die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich glaube, ich habe einen neuen Liebling. Das Blöde ist halt, dass ich dafür immer zum Pieper latschen muss. Weil bei Müller gibt es die nicht und beim DM habe ich noch nicht geschaut. Aber die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Die ist so gut. Was ich auch nicht gut fand, ich glaube, diesen Monat sind auch viele Produkte dabei, die ich nicht so gut fand. Oder was ich mir halt nicht mehr nachkaufen würde. So wie das hier. Das habe ich mir mal beim Notino gekauft. Das war von I Love oder I Heart Revolution. Ein Fixing Spray mit Gurkenduft. Furchtbares Teil. Der Sprühnebel war so wie eine Spritzpistole. Der Deckel hat dann gar nicht mehr so richtig drauf passt. Der ist richtig lose drauf. Jedes Mal, wenn ich es am Deckel genommen habe, ist mir das ganze Ding runtergeflogen. Sprühnebel furchtbar, Duft furchtbar. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie mein Make-up jetzt länger anhalten lassen hat. War das ins Deutsch? Nö. Das ist wirklich das tun hätte sollen, was es sollte. Es ist ja ein Make-up-Fixing-Spray gewesen. Also ich würde mir das nicht nochmal nachkaufen. Bei Gott nicht. Was ich mir auch nicht nochmal nachkaufen würde, liegt aber auch daran, weil ich so viele Backups habe. Von Duft hat es mir mega gut gefallen. Das war das Micellenwasser von Garnier. Es war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Da ist auch irgendwie noch ein Rest drin, den ich nicht rauskriege. Aber es war jetzt nicht der Oberburner, dass ich mir das unbedingt wieder nachkaufen muss. Ich habe es mir damals nur gekauft, weil es in Aktion war. Obwohl ich ja eh noch zwei weitere habe. Und es ist jetzt so, dass ich mir dabei keine mehr kaufe, wenn ich weiß, ich habe noch ein anderes Backup zu Hause. Wenn ich dann die Backups leer habe, schaue ich dann mal, was ich als nächster mir kaufe. Das werden wir dann halt mal sehen, wenn es soweit ist. So, noch zweimal die Reinigungstücher von Cadea Vera habe ich leer gemacht. Zeige ich euch nur ganz kurz, kennt sie ja eh und kann man eh so nicht mehr nachkaufen. Jetzt gibt es aber aktuell Pfingstrosenduft und die finde ich auch gut. So, noch ein Gesichtswasser habe ich leer gemacht. Das fand ich auch nicht gut. Das habe ich von der Vivi bekommen. Das hat sie mir dazu geschenkt. Ich glaube, beim Geburtstagsgeschenk war das dabei. Das war ein Ready Steady Glow Tonic. Ich fand es nicht gut. Es hat eine Zeit lang gebrannt auf meiner Haut. Ich habe es halt im Urlaub mitgehabt, weil ich es einfach leer machen wollte.
und habe den Rest jetzt zu Hause verwendet und bin froh, dass es leer ist. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Wirklich nicht. Da kenne ich viel bessere. Ein paar Masken habe ich leer gemacht. Einmal die von Primark, diese Coconut Cream Mask. Aber Primark würde ich mir ehrlich gesagt auch keine mehr nachkaufen. Weil ich mag eher die von Cadea Vera oder Balea, da würde ich mir eher Crememasken von da nachkaufen. Auch Tuchmasken. Die war zwar ganz witzig, aber die würde ich mir jetzt auch nicht mehr nachkaufen von Primark. Das war so eine Bubble-Maske. Die war ganz okay, aber der Duft war irgendwie furchtbar. So wie von der Duft furchtbar war. Ich habe noch zwei Action-Masken. Die habe ich mir ja damals gekauft, weil die liebe Ramis, die immer in den Hauls und Aufgebraucht-Videos herzeigt und ich wissen wollte, wie die ist, aber mir gefällt die einfach leider nicht. Leider nicht. So wie die, die mag ich auch nicht. Das war auch so eine Vitamin C, glaube ich. Jo. Mit Rose und Vitamin C mochte ich leider auch nicht. Hat mir auch vom Duft überhaupt nicht gefallen. Das Tuch war so komisch, dass es sich vom Kinn immer abgelöst hat. Und bei dem, ich weiß nicht, die hat mir auch einfach vom Duft her nicht gefallen und... Ich weiß nicht, die waren beide nicht so der Burner. Einmal die Lippenpatch von Cadea Vera habe ich noch leer gemacht. Diesmal haben die besser auf der Lippe gehalten und ich mochte die wirklich gerne. Die haben auch so einen angenehmen Duft und ich finde es gut, dass die im Standardsortiment sind. Ich finde die Verpackung halt so witzig, so comic-mäßig und die Lippenstift finde ich so witzig da dran. Ja, aber die sind auch gut, weil ich liebe ja die Limited Editions. Die werdet ihr da drin auch noch irgendwo rumfliegen sehen. Eine sehe ich gerade. Ihr wisst ja, Augenpads und Lippenpads, Chunky. Die Kokos, die liebe ich ja. Und die gibt es aber leider nicht mehr. Es soll ja angeblich eine Weihnachtsmasken-Limited Edition kommen. Und ich bin gespannt, ob sie auch Lippenmasken für Weihnachten rausbringen. Da bin ich, weil das war ja so eine Sommer-Limited Edition. Und ich bin echt gespannt. Also ich habe zumindest im Sortiment irgendwas so gelesen wegen Wintermaskenaufsteller. Aber ich bin gespannt, ob das auch stimmt. Aber beide fand ich super. So wie auch die von Action, die finde ich auch gut. Habe ich ja auch gebunkert. Und die Augenpads von Balea. Habe ich auch gebunkert. Werde ich mir auch immer wieder nachkaufen und immer wieder benutzen. Das war so furchtbar. Ich habe das mir damals beim Action gekauft, weil ich den Duft so gut fand. Und ich habe mir einbildet, dass es ein Shampoo war. Da stand aber drauf, die Pflegemilchmaske. Ja, ich habe es aber gegoogelt und da stand ausdrücklich, dass es ein Shampoo ist. Ich habe es aber jetzt nicht leer gemacht. Gott sei Dank hat es der Stefan für mich aufgebraucht, weil ich fand das Produkt wirklich furchtbar. Das ging gar nicht. Das war echt schlimm. Würde ich mir niemals nachkaufen. Das war ganz, ganz furchtbar. Dann einen Schnell Express Nail Dry Spray. Warum sage ich es nicht so? Habe ich auch wieder aufgebraucht. Ich kann nicht Nägel lackieren ohne diesen Schnelltrockner-Spray. Das funktioniert nicht. Ein absoluter Liebling von mir. Eine Duftprobe habe ich nur leer gemacht in dem Monat. Das war von Miss Dior, der Duft oder Parfum. Das ist der neue, das ist mit diesem glitzernden Mascherl. Ja, er hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das ist jetzt kein Duft, den ich jetzt unbedingt haben wollen würde. Ich habe noch ziemlich viel Zeug. So, fangen wir mal mit dem hier an. Das ist eine Badebombe von Body & Soul gewesen. Ich habe mir da einen Duschschaum gekauft, den ich jetzt nicht so gut fand. Ich sehe den jetzt auf den ersten Blick nicht, sonst würde ich ihn euch zeigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich mir den grünen Duschschaum kaufe, probiere ich mal die Badebombe, weil ich habe ja dann eh keine Badewanne mehr. Und das war so in Form, ein Herzerl war das. Und ich kann auch kein Deutsch. Und das war so eine gute Badebombe. Ich bin echt traurig, dass ich bald keine Badewanne mehr habe, sage ich euch ganz ehrlich. Sonst würde ich mir das nachkaufen, aber was bringt das, wenn ich dann keine mehr habe? So, eine Nachfüllseife von Aveo habe ich aufgebraucht. Die fand ich auch gut, aber die gibt es nicht mehr. Und bei den Nachfüllpacks von den Aveo-Seifen gibt es irgendwie Lieferschwierigkeiten. Ich muss mal unbedingt wieder zu DM. Ich weiß noch nicht wann, aber ich muss zu DM. Noch eine Ingwer-Shot-Ampulle habe ich leer gemacht. Dann habe ich Badezusätze noch leer gemacht und der ist ein Hammer, wie der riecht. Und ich könnte fluchen, dass ich bald keine Badewanne mehr habe. Von Bilou, was ich mir niemals gedacht hätte, habe ich einen Badezusatz mir damals in Bad Ischl gekauft. Und der riecht so mega geil. Das hat man die ganze Zeit in der Tüte, riecht man das. Der riecht so geil, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich weiß, der ist ein bisschen teurer, der kostet ja über 1 Euro, glaube ich. Ah, das scheiß doch drauf, ich kaufe mir den nochmal. Der riecht so mega gut. Dann von Balea, da habe ich ja Gott sei Dank eh noch ein paar Backups, aber ich werde das sowieso nicht schaffen, alle noch aufzubrauchen, bevor ich umziehe. Aber den habe ich auch noch leer gemacht, der war auch gut. Dann einen Nose Strap, ich habe aber noch einen leer, genau. Einen Nose-Strap habe ich aufgebaut, also zwei Nose-Straps habe ich aufgebaut, weil ich benutze sie immer am Kinn und an der Nase von Primark. Die fand ich aber auch nicht so gut. So,
Ich suche eine zweite Maske, damit ich die andere Maske herzeigen kann, aber ich finde die gerade nicht. Ich habe von Balea eine ganz alte Limited Edition aufgebraucht. Jo. Einmal habe ich das Duschgel Paradise Peach aufgebraucht und dann in Kombi Duschgel und Bodylotion von... Ich habe so viele Proben in der Hand. Duschgel und Bodylotion von Cabana Dream. So. Das Duschgel fand ich mega gut und leider gibt es das ja nicht mehr. Es war auch eine so alte Limited Edition. Da steht doch, dass es eigentlich 2017 abgelaufen ist. Aber es hat noch ganz normal gerochen. Also es war überhaupt nicht kaputt oder sonst was. Ich bin froh, dass ich es leer gemacht habe, aber das fand ich wirklich gut. Und gibt es nicht mehr, also brauche ich auch gar nicht mehr lange drüber reden. So wie das hier. Da fand ich das Duschgel nicht so gut, aber die Bodylotion habe ich von Duft sehr gut gefunden. Pflegewirkung war jetzt nicht so der Oberburner, aber sie waren okay. Für Balea, für den Preis damals, fand ich es vollkommen okay. Ich habe jetzt noch diese grüne Reihe von dieser Limited Edition. Ja, ich habe mir auch schon ewig nichts mehr von Balea in Limited Edition gekauft. Obwohl, die waren okay. Aber das kann man ja dann sowieso nicht mehr nachkaufen. Also für was soll man da... Ja, ich lerne aus meinen Fehlern. So, da habe ich ganz, ganz viele Masken, Augenpads und Badezusätze jetzt aufgebraucht. Einmal von Isana die Augenpads. Die mit Melone. Die fand ich gut. Ich habe auch Gott sei Dank noch ein paar Backups. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, dass sie ein bisschen Brand haben. Deswegen bin ich gespannt, wie die anderen sind. Einmal Fußmaske habe ich auch aufgebraucht. Das waren die mit diesem Cinderella-Design. Die fand ich echt gut. Aber ich habe mich da wirklich komisch gefühlt. Ich bin in den Hausschuhen, also ich bin in diese komischen Socken geschlüpft und habe meine Hausschuhe angezogen und bin gegangen wie auf Eiern. Also das Gefühl mit den Füßen war nicht so angenehm. Ich glaube, dann darf ich mich nicht mehr bewegen, wenn ich die anziehe. Ich habe jetzt noch von Balea zwei. Zweimal dieselbe, glaube ich sogar. Deswegen würde ich mir die dabei nicht nachkaufen. Weil, wie gesagt, ich ziehe ja um und will dann nicht alles umsonst kaufen und schleppen. Also will ich so viel wie möglich aufbrauchen und so wenig wie möglich nachkaufen. Aber schauen wir mal, ob es funktioniert. Aber so oft komme ich ja nicht zum Action, das was eh schon mal positiv ist. Noch ein paar Ampullen habe ich leer. Das werdet ihr jetzt öfter hören. Einmal die Ingwer-Shot noch einmal, die liebe ich ja, ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Die Glow-Ampulle habe ich auch noch leer gemacht. Die gibt es wie gesagt alle nicht. Die einzige, was aktuell gerade im Sortiment gibt, ist die Niacinamid. Die fand ich auch gut, würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Aber ich muss mit dem Nachkaufen, wie gesagt, eine Weile mal warten. Jetzt benutze ich mal das, was ich alles habe und dann mit dem Nachkaufen warte ich mal eine Weile, bis ich umgezogen bin, weil sonst... Wird das ein kleines Drama. Eine Cremeprobe von Kiehl's habe ich aufgebraucht. Das war die Calendula. Das war nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich habe so viel Gesichtspflege, dass ich mir nichts nachkaufen werde. Augenpads und Lippenpads habe ich auch viele gemacht. Zweimal die Limited Edition von Yuti. Fand ich beide nicht gut. Bei dem Blitz, das waren die da, ist mir das so ins Auge gepiekt. Fand ich gar nicht gut. Und bei diesen flügelartigen... Was ich noch leer gemacht habe, die haben mega gebrannt am Auge. Die habe ich dann sofort runtergenommen. Die Blitz haben auch auf meinen Auge gebrannt. Da hat der Stefan dann auch gesagt, nimm sie lieber runter, bevor da irgendwas passiert. Die Lippenmaske fand ich auch nicht so gut. Die hat auch auf den Lippen gebrannt. Also ich weiß nicht, was mit Yuti in letzter Zeit und mit mir los ist. Aber irgendwie haut das nicht so hin. Aber ich muss sagen, Yuti würde ich mir sowieso dabei keine nachkaufen. Wenn eher die Eigenmarke. Oder Balea hat sonst keine, oder? Ich glaube, Balea hat keine eigenen Lippenmasken. Aber wurscht. Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht von Cadea Vera. Dann habe ich dann noch den Terra Naturi Badezusatz habe ich leer gemacht. Den liebe ich ja auch. Ich darf nicht so viel über Badezusätze reden, weil sonst fange ich gleich wieder an zu flennen, die kleine Heususe. Noch einmal eine Ampulle habe ich leer gemacht. Das war aber die Tag und Nacht. Die mochte ich wirklich gern und leider habe ich da keine Backups mehr. Da war damals die Kollegin schneller als ich. So. Noch einmal Augenpads von Schebens. Die habe ich mir vor kurzem erst gekauft, reduziert. Die waren so gut und die gibt es leider nicht mehr. Die würde ich mir sicher nochmal nachkaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir die aktuell bei Müller nochmal haben. Die waren nämlich etwas kleiner, haben viel besser aufs Auge gepasst und ich fand die echt gut. Die fand ich wirklich gut. Schade, dass die auflassen werden. Eine Minnie-Maus-Maske habe ich leer gemacht. Ich habe da auch irgendwo in dem Sackerl noch die Mickey-Maus. Fand ich leider nicht gut. Ich fand den Duft furchtbar, ich fand die Duchmaske im Allgemeinen sehr furchtbar, also würde ich mir nicht nochmal nachkaufen.
würde ich mir nicht nochmal nachkommen. Ich liebe die Disney-Sachen, aber dann eher diese Fußmaske noch einmal, bevor ich mir die Duschmaske von Minnie Mouse kaufe. Weil der Duft war ganz furchtbar. Und ich habe auch das Gefühl, die hat so gebrannt auf meiner Haut. Also das ging gar nicht. Nochmal Augenpads von Balea diesmal, von den Q10. Die mag ich auch so gern. Wenn ich in der Früh, wenn ich eine lange Woche habe und ich muss in der Früh so oft aufstehen, mache ich die so gern zwischendurch, bevor ich mich schminke. Die sind mega geil. Besonders wenn sie kurz im Kühlschrank waren. Oder ich habe ja mehrere im Kühlschrank, also dementsprechend ist das nicht so ein Problem für mich. Eine Schaumparty-Maske von Cadea Vera habe ich aufgebraucht und die ist so gut gewesen. Ich liebe die. Die war richtig genial. Also ich werde noch warten. Ich habe noch ein Backup davon, aber ich werde noch warten und werde mir die dann auf jeden Fall bunkern, bevor sie dann aus dem Sortiment geht, weil die war echt gut. Die hat so einen richtig schönen Schaum gemacht, hat sich super abwaschen lassen. Also die war mega gut. Und der Pflegeeffekt war auch sehr angenehm. Von Balea habe ich auch eine Maske aufgebraucht. Das war die Kokos und Pitaya. Die mag ich sehr gern. Also die finde ich mega gut. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups davon, weil die fand ich echt gut. Aber es ist eher so eine Sommer, weil jetzt kommen wir schon langsam Richtung Herbst. Auch wenn ich jetzt ein bisschen sommerlich noch anzogen bin, aber am Abend und in der Früh merkt man schon, dass der Herbst gar nicht mehr so lange braucht. Also ich finde es schön, viele meckern ja, aber ich finde es echt sehr schön, dass der Herbst nicht mehr so lange braucht. Deswegen auch meine bräunlichen Nägel. So, weiter geht's. Eine Probe habe ich noch leer gemacht von Marlies Möhler. Fand ich nicht gut. Ich glaube auch, dass ich wegen den Marlies Möhler Produkten so einen Haarausfall habe. Ich habe nämlich noch ein Shampoo aufgebraucht und seitdem ich die verwendet habe, spinnen meine Haare total rum. Einmal Badeperlen von Balea habe ich aufgebraucht. Kennt sie ja eh. Habe ich gebunkert und liebe ich und kann ich vielleicht bald nicht mehr benutzen. So wie den Minions Badezusatz, den fand ich aber nicht so gut. Generell die Minions fand ich bis jetzt die schlechtesten. Selbst die anderen Disney haben sich besser im Wasser aufgelöst. Und da war auch meistens immer noch so viel Produkt drinnen, dass man da einen Kampf hatte, das rauszukriegen. Also die Minions fand ich wirklich nicht gut. Was ich schon gut fand, war von Dreckspatz, von Dresdner Essenz, die Badezusätze. Die fand ich gut. Da habe ich auch Gott sei Dank noch zwei und die werde ich auch bald verwenden. Die fand ich wirklich gut. Es wird langsam öde, ich habe noch ein paar andere Sachen noch rausgenommen. Ich habe mir von Winnie the Pooh ein Honigduschgel beim Primark mal gekauft und habe es jetzt versucht aufzubrauchen. Das war so furchtbar vom Duft her. Das war ganz furchtbar. Also man konnte ja daran nicht riechen im Geschäft, leider. Ich habe auch das Peeling davon, das ist Gott sei Dank auch schon leer. Das seht ihr aber erst im nächsten aufgebrauchten Video. Das fand ich wirklich schrecklich, das Duschgel. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe es jetzt in dem Seifenspender dann reingefüllt und habe es auch schon aufgebraucht, wundersamerweise. Also Primark-Sachen würde ich mir jetzt wirklich nicht mehr kaufen. Was ich gut fand, das habe ich von der Vivi zum Geburtstag bekommen. Das war von Cottage, heißt die Marke, glaube ich. Ein Duschgel mit Kirsche und Pistazie. Das war so geil. Das war so geil. Das ist so gut. Ich darf mir aber dabei keine Duschgel mehr kaufen. Ich muss wirklich mich ein bisschen einbremsen jetzt, weil ich brauche das Geld auch für die ganzen Möbeln und so. Deswegen, aber irgendwann werde ich mir das nachkaufen. Es gibt auch andere Sorten, die mich interessieren würden. Aber jetzt dabei nein, weil ich war ja auch böse und habe das nochmal nachgekauft. Ich habe es jetzt einmal leer gemacht und ein Backup habe ich noch und ich habe mir ein paar von einer Filiale schicken lassen, weil ich das nie ganz so mehr gefunden habe und ich wollte das noch unbedingt haben, weil ich finde das so gut. Das finde ich so gut. Das ist wirklich gut. Und das finde ich auch im Winterduschgel. Also es ist egal, ob man das jetzt im Sommer oder im Winter verwendet. Ich finde, das geht ganzjährig. Das war von Mr. & Mrs. Panda das Duschgel mit Vanille und Mandarine. Ich habe es so geliebt. Erstens mal, die Verpackung ist mega geil. Ich liebe diese Verpackung. Und das bin eindeutig ich. Da kann man sagen, was man will. Von Gewicht her wird es auch passen. Das bin eindeutig ich. Und ich liebe dieses Duschgel. Ich finde es so bescheuert, dass sie das wieder aus dem Sortiment genommen haben. Deswegen habe ich es mir gebunkert. Ich weiß, ziemlich böse. Eine Badebombe habe ich leer gemacht von The Body Shop. Das war dieser Stern mit dem Birneduft, wo ich ja die ganze Pflegelinie da gekauft habe von dem ganzen Zeug da. Der war ja auch reduziert. Ich habe dann noch einen und der war so gut. Man riecht es auch noch. Der war richtig gut. Aber ja, wie gesagt, gibt es eh nicht mehr angeblich und ich habe aber keine Badewanne mehr. Ich sage das jetzt in jedem Ding, wenn ich einen Badezusatz herzeige, glaube ich. Ein Gesichtspeeling habe ich leer gemacht. Refresh Face Scrub Coconut von The Body Tap. Das war furchtbar. Es war ja schon das Melone schrecklich.
Aber das Melone war wenigstens vom Duft gut und das war nicht einmal vom Duft her gut. Es war vom Peeling-Effekt schrecklich. Das war ja eher so grau, wenn ihr das sehen könnt. Es hat so lange gebraucht, bis ich das vom Gesicht abgewaschen bekommen habe. Es hat nicht gut gerochen. Es hat nicht so einen Peeling-Effekt gehabt, den ich mir gewünscht habe. Also würde ich mir niemals wieder nachkaufen. Da habe ich noch die männliche Mickey Mouse. Ich habe sie auch am Arm tätowiert. Die fand ich aber auch nicht gut vom Action. Die fand ich wirklich nicht gut. Die hat auch so schrecklich gerochen. Die Tuchmaske hat auch gebrannt. Ich habe die auch nicht so lange oben lassen können. Ich finde das so schrecklich, weil die Verpackung fand ich von den beiden so mega süß. Aber wenn es nicht gut ist, dann bringt mir das nichts. So, dann habe ich hier die Gesichtspflege aufgebracht von Rituals, von Ritual of Karma. Die war so gut. Ich habe die auch aufgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Die war wirklich, wirklich gut. Ich habe die so gerne als Tagespflege verwendet, aber ich kann sie mir nicht nachkaufen. Ich habe einfach zu viel Zeug. Ich muss das alles mal aufbrauchen. Da habe ich das zweite Shampoo aufgebraucht von Marlies Möhler. Also da habt ihr das zweite aufgebrauchte Shampoo von Marlies Möhler. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich seit den Marlies Möhler Produkten so einen mega Haarausfall habe. Und ich habe das schon einmal gehabt. Ich bilde mir ein, ich habe einmal eins verwendet und habe dann so Haarausfall gekriegt. Ich weiß nicht, was mit den Sachen schief rennt. Also ich fand das eigentlich gut, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Weil seitdem habe ich Probleme mit meinen Haaren. Und es kann nur das sein. Also gewechselt habe ich nur auf das Shampoo. Und wegen der Pille, aber das kann eigentlich nur das sein. Aber ja. Von Clarins habe ich eine Reinigung aufgebraucht. Die fand ich auch nicht gut. Die war in so einem kleinen Set. Den Duft fand ich mega schrecklich. Ihr wisst, ich bin ein Duft-Junkie. Wenn der Duft schon mal nicht passt, dann kann ich das Ding nicht weiterverwenden. Ich habe es Gott sei Dank aufgebraucht. Ich hatte es ja in Bad Ischl und in Budapest mit. Und ich habe es dann zu Hause eben leer gemacht. Aber ich würde es mir nicht in Original nachkaufen. Nein, fand ich nicht gut. Ich sage ja, in dem Monat sind ziemlich viele Sachen dabei, was ich nicht gut fand. Und nächstes Monat, glaube ich, wird es noch schlimmer. So, ich habe die Watermelon-Maske von Action aufgebraucht. Die fand ich gut. Also ich liebe die. Ich habe auch noch die anderen. Ich habe die Pfirsich, die Avocado habe ich noch und die Kokos habe ich, glaube ich, sogar aufgebraucht noch. Also die liebe ich. Die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich darf dabei sowieso nicht, weil ich habe eh noch so viele Backups. Noch einmal Masken. Einmal die Go Bananas von Cadea Vera. Gibt es ja leider nicht mehr, aber die mag ich auch wirklich gerne. Die ist so gut. Die Holy Guacamole Tuchmaske von Cadea Vera habe ich aufgebraucht und die war so cool und ich bereue es, dass ich von der nicht mehr Backups gekauft habe. Weil die, abgesehen von der Verpackung, war die mega gut. Die Tuchmaske hat so ausgeschaut, das war echt geil. Das war wirklich geil. Von Frudia, wenn die Marke so heißt, habe ich eine Essenz aufgebraucht, wo die Verpackung auch nur schön ausschaut. Aber da war halt nur so eine Anwendung drinnen und da war wirklich wenig Produkt drinnen, dass ich jetzt nicht sagen kann, ob ich das Ding gut finde oder nicht. Aber ich weiß, durch andere aufgebrauchte Videos, also andere YouTuber und aufgebrauchte Videos, hat eine mehrere Varianten von diesen Essenz herzeigt. Also die Verpackung finde ich ja mega süß. Aber ich habe jetzt noch die von Balea habe ich noch und ich habe zweimal die von Aden. Deswegen nachkaufen werde ich mir die nicht, weil ich habe eh noch die anderen noch in Benutzung. Aber die würde mich auch mal interessieren, wenn ich mal weniger habe. So, von Primark habe ich nochmal diese Sternchen-Augenpads aufgebraucht. Die waren diesmal wirklich gut feucht. Ich habe die halt früher leider runternehmen müssen, weil ich dann arbeiten abgehen müssen. Aber die waren echt gut. Ich liebe die. Ich liebe die. Und die gibt, das ist halt sowas, was ich mir schon nochmal nachkaufen würde von Primark. Weil die war echt gut. Also die Augenmaske, die finde ich gut. So, wie gehst du auf? So. Ich habe von der Bitty damals zum Geburtstag so einen riesengroßen Badezusatz bekommen, wo eine riesen fette Badebombe drinnen war. Hat so ausgesehen. Ich hoffe, ich habe das Foto noch, damit ich euch das einblenden kann. Das war so mit Pink, Orange und in der Mitte war so ein Vulkan in Gelb, glaube ich. Ja, es stand als Duft Richtung Sugar Cookie drauf, aber ich finde jetzt nicht, dass es nach irgendwas gerochen hat, ehrlich gesagt. Nein, also richtig speziell gerochen hat es nicht. Es hat auch nicht wirklich so den Badespaß verursacht, den ich mir jetzt gekauft habe. Weil das war ja wirklich schon sehr groß als Badezusatz, aber leider war es ein bisschen enttäuschend.
Ich hoffe, die Bitte hat nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Weil leider fand ich es nicht so toll, wie ich es mir erwartet habe. Ich habe auch gedacht, dass der Vulkan eher dann so rot oder orange rausspuckt, aber war nichts, dann war urschnell weg. Also fand ich nicht so toll, leider. Noch einmal eine Glow-Ampulle habe ich leer gemacht. Die werdet ihr häufig sehen. Sehr, sehr häufig, glaube ich. Dann habe ich noch zweimal die Badebombe von wie heißt die? Body and Soul leer gemacht. Die habe ich von der Arbeitskollegin zu Weihnachten damals bekommen. Das war so eine blumenartige mit einem Herz oben. Ich glaube, in irgendeinem anderen aufgebrauchten Video habe ich euch die schon mal gezeigt. Bilde ich mir zumindest ein. Sie war okay, aber hat mich jetzt Gott sei Dank nicht so vom Hocker gehauen, weil sonst wäre ich wieder trauriger, wenn ich dann bald keine Badewanne mehr habe. So, noch einen Schnelltrockner-Spray habe ich leer gemacht. Eine Zahncreme habe ich leer gemacht von Mavis. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde die wirklich nicht schlecht. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups von anderen Sorten, weil für die Reise fand ich die kleine echt gut. Einen Primer habe ich leer gemacht. Das war von Clarence, eine Base. Den fand ich auch echt gut. Also ich habe leider noch genug Primer, die ich noch aufbrauchen müsste. Aber wenn ich bald keine mehr hätte oder mir die zufälligerweise ausgehen oder beim Umzug verschwinden sollten, würde ich mir den auf jeden, also die Base auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ja, die war echt gut. Die war wirklich gut. So, was haben wir denn da Neues? Ich habe einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht von Collister. Der sieht so aus. Habt ihr in irgendeinem Haul-Video mal gesehen, weil den habe ich halt beim Müller als Geschenk dazu bekommen. Ich fand ihn okay, aber hat jetzt leider nicht so abgeschminkt wie der von Clarence. Der von Clarence ist meiner Meinung nach der beste Augen-Make-up-Entferner von den hochwertigeren. Den fand ich ehrlich gesagt nicht so berauschend. Aber ja, eine Probe habe ich noch leer gemacht. Die fand ich aber ehrlich gesagt auch nicht so toll. Das war auch nur so eine Einmalanwendung. Ja, kann ich nicht wirklich viel dazu sagen, weil es war nur einmal und war nicht so berauschend. Von Fahr habe ich ein Duschpeeling leer gemacht und dem traue ich echt hinterher, weil das hat so geil gerochen. Boah, das hat geheißen Bali Kiss. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da gab es ja mal zwei oder drei verschiedene und ich habe damals erst wieder beim Action die gesehen und habe mir dann nur eines mitgenommen, weil ich halt nicht übertreiben wollte, da war ich mal brav. Und bei dem bin ich aber echt traurig, dass ich mir davon nicht mehr mitgenommen habe, weil das war so gut. Aber leider gibt es das nicht mehr. Also ich habe es auch beim Action nicht mehr gesehen, aber ja. Wenn, würde ich es mir schon nochmal nachkaufen, aber was soll man machen? Lippenpatches, beziehungsweise, oh ja, Lippenpatch, Hydrogel-Lippenpatch, ich kann schon nicht mehr reden. Die Kirsche habe ich auch wieder aufgebraucht, ihr wisst ja, die waren limitiert und ich liebe sie. Ein Mini-Duschgel habe ich leer gemacht von Yves Saint Laurent, das ist aber eher ein Duschöl gewesen. Ich fand das ehrlich gesagt nicht so toll. Mir hat der Duft an mir nicht so gefallen. Ich habe das auch im Urlaub mitgehabt, um es eben leer zu machen, weil ich halt so viele parfümierte kleine Duschgele habe. Und deswegen, es war okay, aber ich traue den jetzt nicht hinterher, dass ich das nicht mehr habe. Also so toll fand ich es jetzt nicht. So, ich werfe noch schnell ein. Einen Concealer habe ich leer gemacht von MAC. Den Pro Longwear in NC15. Das ist mein absoluter Lieblingsconcealer. Der Stefan hat mir versucht zu helfen, diesen Stöpsel runterzukriegen, da den noch ein bisschen ramponiert, sehe ich gerade, aber wurscht. Ich habe da versucht, alles Mögliche rauszukratzen, aber ich habe das Gefühl, dass der Concealer schon ein bisschen alt war. Deswegen habe ich da jetzt, also ich habe ihn eh gut aufgebraucht, finde ich jetzt. Aber ich habe noch einen von Lancôme, von Yves Saint Laurent habe ich noch einen und ich will die erst alle aufbrauchen, bevor ich mit dem wieder nachkaufe. Ich würde mir auf jeden Fall wieder nachkaufen von MAC. Weil ich habe jetzt gerade aktuell einen von MAC in Verwendung, den ich jetzt nicht so gut finde. Aber den Pro Longwear würde ich mir, wenn ich weniger hätte, auf jeden Fall nachkaufen. Da brauche ich gar nicht diskutieren, sondern das ist so. So, ein Mini-Duschgel von Cores habe ich leer gemacht. Das fand ich auch nicht so gut. Also in der Kombi mit meinem Körper fand ich es jetzt nicht so berauschend. Das Kokos habe ich ja mega geliebt. Das habe ich auch nachgekauft, wie ihr gesehen habt. Aber das hat mich nicht so vom Hocker gehauen, dass ich es jetzt unbedingt nachkaufen würde, weil die Cores sind ja auch gerade nicht so günstig. Aber das würde ich mir nicht nachkaufen. Hat mir nicht so gefallen. Dazu brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Meine heißgeliebte In-Dusch-Lotion von Nivea. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin die Einzige, die davon noch redet oder das herzeigt. Kaufe ich mir immer wieder nach. Ich habe es jetzt wieder aufgebraucht, habe es jetzt wieder nachgekauft und ich werde es mir immer wieder nachkaufen. Immer, immer wieder. Noch einen Badezusatz von Terra Naturi habe ich leer gemacht. Dann Augenpads von
Hollywood Skin, die habe ich ja damals beim Douglas gekauft und ich bilde mir ein, ich habe die nicht mehr gesehen. Weil die waren eigentlich gar nicht schlecht und mit denen habe ich ja angefangen. Also schauen wir mal, ob ich die noch irgendwann einmal kriege. Aber ich habe eh jetzt noch genug, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe auch noch eine Packung von den Grünen oder so. Ein Duschschaum habe ich leer gemacht, der war furchtbar. Das war von Body and Soul in der Duftrichtung Macadamia und Honig. Also Honig ist irgendwie nicht meine Duftrichtung gewesen, weil das war ja von Winnie Pooh auch und das war auch leider mit Honig. Nein, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Wirklich nicht. Ich fand den Duft schrecklich. Also an mir. In der Verpackung riecht er gut, aber an mir ging das einfach gar nicht. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich eine Reinigungsmilch leer gemacht von Clarins, die was man jetzt nicht so gut erkennt. Die habe ich sehr geliebt. Im Gegensatz zu der von Yves Rocher würde ich mir die schon nachkaufen, aber die gibt es leider nicht mehr. Und trotz, dass da nur 200 Milliliter drinnen sind, komme ich mit der wirklich lange aus. Ich habe jetzt noch ein paar Backups davon. Leider gibt es ja, wie gesagt, die nicht mehr. Da muss ich mir eine andere raussuchen. Ich habe noch extra keine Ahnung, welche ich stattdessen dann nehme. Aber ja, die fand ich gut. Gibt es leider nicht mehr. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Mehr kann man eh nicht dazu sagen, wenn es die Sachen nicht mehr gibt, leider. Immer die Sachen, die ich mag, gehen raus. Das zipft mich so an. Ein Peeling habe ich leer gemacht. Ich habe doch zwei Peelings leer gemacht. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Von eben Asam, das Sunny Orange Peeling. Und das war so gut. Ach Gott, das war so gut. Ich habe das so geliebt. Ich darf mir aber keine Peelings mehr nachkaufen. Ich weiß auch nicht, ich habe schon öfter gehört, dass die jetzt gar nicht mehr so ausschauen. Sondern dass die Verpackung auch geändert wurde. Und ich weiß nicht, ob die, ich ignoriere das mal, ich weiß auch nicht, ob die die Variante noch haben. Weil ich fand das wirklich gut und ich bin so traurig, dass ich kein Backup mehr habe. Aber ich habe eh noch genug andere Peelings, die auch gut sind. Und wenn ich irgendwann einmal weniger habe, werde ich mir das sicher wieder nachkaufen. So, nicht mehr viele Sachen habe ich, aber ich mache jetzt mal die kleinen Dinge noch zuerst. Ich habe von The Body Shop aufgebraucht eine Cleansing Butter. Die sieht so aus. Ich mochte sie leider nicht so gerne. Das war ja die Reisegröße. Ich habe das Problem auch mit der von Clinique, dass die viel zu fest sind. Von Biotherm, da gehe ich mit dem Cremespatel rein und die ist so butterweich, das ist echt unbeschreiblich. Und die von Clinique und die von The Body Shop sind so dermaßen fest, dass ich Probleme habe, die in der Hand zu verteilen und anzuwärmen. Da kann ich noch so lange im Badezimmer stehen, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Und die Biotherm ist halt komplett anders, was das betrifft. Und ich schminke mich eigentlich hauptsächlich nur noch mit der Biotherm ab. Aber die gibt es ja nicht mehr. Und jetzt suche ich zwangshaft einen Ersatz. Und ich finde keinen. Weil die von Clinique und von The Body Shop sind schon mal durchgefallen, weil die würde ich mir in groß auf jeden Fall nicht nachkaufen. Meine letzte Hoffnung ist, wenn ich meine ganzen Backups noch leer habe von Biotherm, ich glaube, ich habe noch zwei, dann könnte ich nur das von Estée Lauder probieren, weil da habe ich auch schon Gutes gehört. Die muss ich mir dann aber in Originalgröße kaufen, weil ich glaube nicht, dass es so eine Probiergröße gibt. Mal schauen. Aber das wäre jetzt halt noch meine Alternative, was ich noch machen könnte. Jetzt, wenn es die Biotherm halt nicht mehr gibt. Oder ich schaue bei Nodino. Da bilde ich mir ein, habe ich die Biotherm des Balsam noch gesehen. Mal schauen. Aber glücklich bin ich über die Sachen wirklich nicht. Immer die Sachen, die ich so gerne benutze, gehen aus dem Sortiment. Ich weiß, es ist bei vielen so, nicht nur bei mir, aber es ist wirklich anstrengend. Weil bei mir ist ja alles eigentlich aus dem Sortiment gegangen, was ich mochte. Und das ist dann wirklich mühsam. So, eine Tuchmaske habe ich noch leer gemacht von Action, das war die Coconut, die fand ich auch gut, genauso wie die Melone. Habe ich Gott sei Dank noch ein paar Backups. Dann habe ich leer gemacht eine Ananas und Kokos von Balea, so eine Creme-Maske, die gibt es ja leider auch nicht, die war mal Limited Edition, also gibt es nicht mehr und war Limited Edition, fand ich auch sehr gut. Fand ich wirklich gut. Welche ich nicht gut fand, und da habe ich leider noch ein Backup, war die Motan de Jeunesse Kokos Maske. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von der, aber die war gar nicht gut, leider. Ja, ich weiß nicht, die hat irgendwie nicht so gut, das Hautgefühl war irgendwie nicht so leibend, der Duft war nicht so leibend, also ich weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so vom Hocker gehabt, dass ich sie jetzt unbedingt bunkern müsste, so wie andere Masken, die ich bunkere. Was noch schlecht war, leider, ich hatte dasselbe Problem wie beim letzten Aufgebraucht-Video, das war ja die von The Cream Shop.
die Pfirsich und die war auch so trocken leider. Die habe ich nach ein paar Minuten wieder runternehmen müssen, weil die halt so verdammt trocken war. Ich habe jetzt noch eine Ananas und eine Kokos, glaube ich, die ich noch benutzen müsste. Und ich hoffe, dass das nicht bei denen auch so ist, weil dann muss ich schauen, dass ich die alle aufbrauche. Weil dann bringt mir das nichts, wenn die so trocken sind. Finde ich echt schade, weil die Pfirsich fand ich eigentlich nicht schlecht. Und ich weiß nicht warum, entweder haben die bei der Produktion zu wenig Flüssigkeit reingeben, dass die so schnell austrocknen, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich finde es schade, ich finde es wirklich schade. Zwei habe ich noch. Einmal eine Tuchmaske, aber eine Folientuchmaske und die war auch sehr gut. Die habe ich mir in Bad Ischl gekauft und habe es dann dort auch verwendet. Die war auch sehr gut. Also ich habe die noch nie so bei uns gesehen. Ich habe auch gar nicht so geschaut, aber die war nicht schlecht. Wenn ich weniger hätte, würde ich sie mir kaufen, aber jetzt dabei nicht. Welche ich wirklich gut fand, die habe ich von der Vivi auch gekriegt. Das war mit Mango eine. Ich weiß nicht, welche. Das ist auch diese Marke, wo ich die Essenz hatte. Aha, interessant. Ich habe nämlich die Vivi auch gefragt, wo sie die her hat. Und sie hat gesagt, sie hat die gratis bei einem Einkauf dazu bekommen und hat sie mir geschenkt. Ich habe noch eine Kokos mit Orangenverpackungsding. Und die war so gut. Die hat echt lang Feuchtigkeit spenden. Meine Haut hat sich richtig schön durchfeuchtet und prall angefühlt. Also es war mega genial, die Maske. Ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank noch diese Kokos, aber die würde ich mir nachkaufen. Weil die war echt genial. Und mich würde interessieren, welche Sorten es noch gibt. So, drei Sachen habe ich noch. Einmal mein heißgeliebtes Duschgel von Nivea. Ich liebe dieses Duschgel, ihr kennt es mich schon. Ich kann kein anderes Duschgel mehr verwenden, außer das. Ich meine, ich habe noch zigtausend andere. Ach, ich liebe dieses Banane-Acai-Duschgel von Nivea. Ich hoffe, die nehmen das nie aus dem Sortiment. Weil dann wäre ich richtig anpisst. Weil das riecht so genial. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Nivea-Mensch, sage ich jetzt mal. Außer diese In-Dusch-Lotion, die ich mir jedes Mal nachkaufe. Aber sonst hätte ich mir jetzt nie ein Duschgel von Nivea gekauft. Aber ich habe einmal so spontan dran geschnuppert an dem Duschgel und habe mich sofort verliebt. Und seitdem ist es mein absolutes Lieblingsduschgel. Ich würde es mir wieder nachkaufen. Ich glaube, ich habe aber noch ein Backup. Und es ist ja doch eher so ein Sommerding, oder? Und jetzt freue ich mich extra schon auf die Herbstdüfte. So. Ich habe nur so eine Hotbanane und jetzt habe ich den Duft auf den Oberschenkel gekriegt. Kalt. Ich habe eine Biotherm-Creme aufgebraucht. Das war die Skin Oxygen, das Cooling Gel. Die war so genial. Den Duft habe ich so geliebt. Das war eine perfekte Make-up-Unterlage. Weil jetzt habe ich aktuell in Verwendung die Everplump für morgens und die ist mühsam in der Früh, aber ich habe jetzt eine andere Nachtcreme angefangen und ich will halt jetzt nicht wieder was wechseln, sondern will halt die, das ist hier nur so ein kleines Pröbchen von Aden, die will ich jetzt in der Nacht verwenden und ich glaube, dass die Everplump eher was für den Abend ist, für meine Haut jetzt aktuell, sage ich einmal, weil die als Make-up-Unterlage war mega gut und ich habe Gott sei Dank noch einen Backup, aber ich will noch warten, bis ich es verwende, weil die gibt es nicht mehr. Die haben mir die Skin Oxygen Reihe komplett aus dem Sortiment genommen. Ja. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Was mir aber eh nichts bringt, wenn es die nicht mehr gibt, dann ja. Also die gibt es leider nicht mehr, aber ich fand die wirklich gut. Die war eine perfekte Make-up-Unterlage. Die hat richtig schön Feuchtigkeit gespendet und ist super einzogen. Ja, ich mochte sie. Aber ja, ich habe auch noch die Nachtcreme wieder, so kleine Kügelchen drin, die ist sicher auch geil. Und die gibt es auch nicht mehr. Finde ich auch deppert. Vielleicht benutze ich irgendwann einmal, vielleicht nächstes Jahr im Sommer benutze ich beide in Kombi. Weil ich habe die eh original zu, also was soll da schon passieren? Mein letztes aufgebrauchtes Produkt ist Gott sei Dank ein Parfum. Wer hätte es gedacht? Ich bin in letzter Zeit echt duftbenutzschleißig. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, ich versuche jetzt gerade in der Arbeit meinen Victoria's Secret Body Spray Love Spell leer zu machen. Wortkotze. Ich hasse Victoria's Secret Body Spray. Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die das sagt, aber ich glaube, das ist eher so ein Teenie-Ding. Nicht mehr mein Ding, würde ich sagen. Ist wirklich nicht mehr mein Ding. Also ich würde mir keine Victoria's Secret Body Sprays mehr kaufen. Ich habe aber, glaube ich, noch ein paar. Das heißt, wenn ich umziehe, will ich unbedingt ein paar Sachen aussortieren. Das kann was werden. So schon zum Verschenken oder so. Weil
Victoria's Secret Body Sprays sind echt nicht mehr meines. Die passen einfach nicht zu mir. Komischerweise sprechen mich aber urviele in der Arbeit. Die Kolleginnen sprechen mich immer darauf an, wenn ich den sprüh, was das ist und was da so gut riecht. Obwohl ich das gar nicht mehr so wahrnehme, weil ich mag den einfach nicht mehr. Ich mag den wirklich nicht mehr. Und ich habe den noch so viel, da ist noch so viel drinnen. Vielleicht wechsle ich dazwischen jetzt einen anderen Duft, damit ich den auch leer kriege, weil ich hätte noch einen, den ich jetzt unbedingt leer machen wollen würde. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Und Duftproben ist halt auch Mord zum Aufbrauchen, weil ich meine, ich habe diesen Monat, also August, auch nur eine leer gemacht und habe zwar den aufgebraucht, aber da war halt nicht mehr viel drinnen. Das ist von Valentino, der Yellow Dream. Den liebe ich. Ich habe da ja mal Duftproben gehabt, das müsst ihr ja noch wissen. Und ich habe mich echt verliebt in das Parfum. Aber ich habe zu viel Zeug. Ich muss ja mal wirklich Sachen aufbrauchen, damit ich mir andere nachkaufen kann. Es gibt ja jetzt aktuell auch von Paco Rabanne einen Duft. Der heißt Fame. Und der ist auch so geil. Der ist so gut. Also Flasche gefällt mir überhaupt nicht. Das ist so ein Roboter mit einer Sonnenbrille. Gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich liebe den Duft davon. Und das Gute ist, die ganz große Größe ist nachfüllbar. Obwohl der auch sauteuer ist, der Duft. Also ich habe gesehen, der kostet, glaube ich, auch über 100 Euro oder so. Ist ein bisschen teuer, aber Valentino ist nicht günstiger. Und ich habe eh so viele andere Düfte, das heißt, ich brauche einmal die auf und dann brauche ich mir eine Weile nichts nachkaufen. Aber den finde ich super. Das ist einer von Valentino, den ich echt gerne verwendet habe. Aber ich muss einmal meine ganzen Düfte mal leer machen. Ich habe so viel Zeug. Ich muss echt mal aufbrauchen. Ja, ich hoffe, euch hat das Aufgebraucht-Video gefallen. Mir wird gerade ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe heute noch zu wenig getrunken. Glaube ich zumindest. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Mir hat Spaß gemacht, das Video zu drehen, auch wenn ich es jetzt 5-mal anfangen habe müssen, aber wurscht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!